Haben Sie irgendwas Blaues zu essen? Was ist das? Apfeltasche? Blaubeertasche. Also Himbeertasche? Ja, aber mit Blaubeergeschmack. Also Apfeltasche oder Himbeertasche? Oder wir machen uns leicht wie die Prank Bros, kaufen blaue Lebensmittelfarben und färben einfach alles blau. Ganz, ganz, ganz low. Wir haben für 18 Euro eingekauft. Oh, ich kann es gar nicht tragen, alles. Oh nein! Ich? Sie? Nein, doch. Oh, krass. Oh, noch eins. Leute, willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge BuzzFeed! Viele von euch haben sich's gewünscht und wir wissen Bescheid. 24 Stunden nur eine Farbe essen. Yes! Prank Bros und Becker Wing, die haben es auch schon gemacht. Die haben aber, muss man ganz ehrlich zugeben, langweilige Farben genommen. Gelb, alles ist gelb. Pommes, Banane, Zitrone, da kannst du ja alles essen. Sogar ein Brötchen ist theoretisch gelb. Und Prank Bros rot. Nehmen Lebensmittelfarbe und machen Pfannkuchen rot. Das geht doch gar nicht. Deswegen haben wir uns heute überlegt, wir machen einmal blau! Flex hat mich vor 5 Minuten angerufen, er will unbedingt, dass ich heute blau esse. Leider kann Flex nicht da sein, obwohl blau Flexes Lieblingsfarbe ist. Soll ich ihn representen, Freunde? Lasst mal gerne ein Like da, wenn euch die geile Idee gefällt. Und ganz, ganz wichtig, wir wollen jetzt von euch wissen, welche Challenges sollen wir noch für euch machen? Schreibt uns mal ein paar richtig, richtig geile, fette Challenge-Ideen in die Kommentare, weil ihr habt abgestimmt, mit 99,9% sollen Flex und ich mehr Challenges machen. Yes! Deswegen, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe leider nichts zum Essen. Gerade aufgestanden, 11 Uhr morgens. Ja, ein bisschen spät, ja, kann man machen. Aber wir haben nichts im Haus. Deswegen fahren wir jetzt ganz schnell zu dem nächsten Supermarkt hier um die Ecke und schauen mal, was es so leckeres Blaues zu essen gibt. Wir fahren da schon ein paar Dinge ein. Heidelbeeren. Eventuell ein Heidelbeer-Joghurt. Mmh. Dann schauen wir mal weiter, was es so gibt. Kommt mit, Freunde. Wir Flexi kaufen heute alles im Blau. So, jetzt sind wir hier in der Obstabteilung. Oh, ich sehe Blaubeeren. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Mal gucken, was es hier so noch gibt. Leckeres. Alles in Farbe blau, ihr wisst Bescheid. Es gibt keine blaue Wurst, keinen blauen Käse. Schimmelkäse, Blaukäse, ja, da schauen wir doch gleich mal nach. Hier, Freunde, hier sind blaue Stücke drin. Aber der ist auch nicht komplett blau. Vielleicht bei der Marmelade. Hier unten. Blaumarmelade, gute Idee. Blau, man. Die nehmen wir auch noch mit. Das zählt als blau, oder? So, Freunde, wir haben jetzt genau 3 Produkte, die blau sind. Das reicht mir auch schon fürs Frühstück. Ich schaue mich jetzt nur noch mal kurz hier bei den Süßigkeiten um, ob wir hier vielleicht irgendwelche blauen Süßigkeiten finden. Aber es sieht schlecht aus. Die ganzen Verpackungen sind nur blau. Aber Süßigkeiten zum Frühstück ist eh ungesund, Freunde. Deswegen zahlen wir jetzt einfach. Freunde, ich sehe hier gerade, hier gibt es noch blaues Eis. Ich glaube, das Eis esse ich heute Abend. Ganz gemütlich. So, Freunde, wer hätte gedacht, dass blaues Essen zu kaufen so schwierig sein kann? Das ist natürlich alles künstlich und gefärbt, bis auf die Blaubeeren. So, Freunde, das Eis tun wir direkt mal in den Kühlschrank rein. Das essen wir heute Abend. Jetzt haben wir hier leckere Blaubeeren und Himbeeren. Die können wir auf jeden Fall essen, die waschen wir noch. Pflaumen und ein Aachener Pflümli. Marmelade. Das zählt als blau, oder nicht, Freunde? Was meint ihr? Ja, ihr habt recht. Das ist eher braun als blau. Hoffentlich sind die Pflaumen jetzt blau dafür. Aha, aha. Ha. Was meint ihr, Freunde? Auch eher braun, oder? Verdammt, es ist echt verdammt schwer, was Blaues zu essen zu finden. Aber was auf jeden Fall blau ist, sind die Blaubeeren. Da steckt sogar das Blau im Namen, Freunde. Mmh. Findet ihr Blaubeeren auch lecker? Zeigt uns mit einem Daumen. Vitamine zum Frühstück sind so gesund, Freunde. Mmh. Freunde, es war ein richtiges Sportlerfrühstück. Ich würde sagen, wir essen heute Nachmittag noch was. Gegen 14, 15 Uhr, was meint ihr? Leute, ich habe immer noch Hunger. Es ist jetzt 15.34 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für einen kleinen Nachmittagssnack. Ich habe mir überlegt, wir fahren jetzt ganz gemütlich zu McDonald's und fragen mal, ob sie irgendwas Blaues zum Essen haben. Seid ihr gespannt? So, hier ist der McDonald's. Kleinen Moment bitte. Gerne. Sieht schlecht aus, Freunde. Wir haben hier eine rote Himbeertasche. Der Cappuccino-Becher ist blau. Hallo, Richard. Hallo, eine Frage. Ja, bitte. Haben Sie irgendwas Blaues zu essen? Wie bitte? Haben Sie irgendwas Blaues zu essen? Also Blaubeer oder sowas? Was ist das? Apfeltasche? Ja, aber mit Blaubeergeschmack. Irgendwie, oder Powerade, so blaue Essen.
Moment bitte, ich gucke erst hin. Danke. Warum? Sieht so aus, als hätten Sie nichts Blaues zu essen. Also Himbeertasche? Blaubeertasche. Ja. Haben Sie blaue? Also Apfeltasche oder Himbeertasche? Nee, das geht leider nicht. Nee, okay, dann nehme ich heute nichts. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Sie haben leider nichts Blaues zu essen. Ja, das war wohl leider nichts, Freunde. McDonald's hat kein blaues Essen, keine Heidelbeertasche. Das heißt, wir fahren jetzt in Rewe und holen uns da irgendeinen kleinen Nachmittagssnack. Irgendwas, was blau ist. Wir sind jetzt hier im Rewe, Freunde. Wir parken jetzt noch geschwind ein. Kommt mit! So, da brauchen wir jetzt erstmal den roten Korb für blaues Essen. Wir haben hier blaue Eier. Aber ich will nur blaue Eier. Perfekt. Es ist echt nicht leicht, so die Prank Bros suchen sich rotes Essen aus. Rotes gibt es viel mehr. Rebecca wegen gelb, ganz, ganz, ganz low. Alles ist gelb, Pommes sind gelb, Fanta ist gelb, hier die Bananennektar ist gelb. Aber blau ist die krasse Herausforderung. Das ist die wirkliche Challenge, Freunde. So, hier geht leider nicht weiter, deswegen gehen wir direkt hier rein. Ich weiß gar nicht, wie die das anstellen. Vielleicht hier noch mit blauer Müllermilch. Aber darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Oder wir machen es uns leicht wie die Prank Bros, kaufen blaue Lebensmittelfarbe und färben einfach alles blau, dann kann ich es essen. Aber es ist ja nicht der Sinn der Challenge. Das sind keine Faker, auf jeden Fall. Oh, hier. Es ist alles blau. Hier ist auf jeden Fall was Blaues drin. Das werden wir später schön rausschneiden, das nehmen wir mit. Eine blaue. Kaufen wir die. Freunde, wenn ihr irgendwas Blaues seht, schreibt es mir in die Kommentare. Perfekt. Perfekt. Ist gekauft. Ich kann mich doch nicht mehr von Bonbons ernähren. Von Eisbärchen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Süßigkeiten. Perfekt, jetzt sind wir schon in der Getränkeabteilung. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch was zu trinken. Mhm. Eindeutig blau, oder, Freunde? Ist gekauft. Powerade wäre nicht schlecht. Zu dem ganzen Zucker, noch was Zuckerhaltiges trinken. Perfekt. Cannon. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast es. Da ist es. Eins für dich, eins für mich. 100% blau. Oh, Freunde, ich habe was gefunden. Perfekt. Blaue Zuckerperlen. Es geht noch weiter. Dekorschredder. Die kommen hier auf jeden Fall rein. Geil! Oh, ein Hugo, Fruity Hugo, rein damit. Nice. So, Freunde, wir haben für 18 Euro eingekauft. Boah, ich kann es gar nicht tragen, alles. Aber immerhin habe ich jetzt was Leckeres zu essen. Wir fahren jetzt heim und essen das ganze blaue, leckere Zeug. Endlich kann ich was snacken. Das ist ja die Challenge. Und für den Heimweg gönne ich mir jetzt erstmal leckeres blaues Powerade, Freunde. Ihr dürft live dabei sein. Wir sind da. Oh nein! Meine Eier! Moment mal. Oh nein, ich habe gar nicht dran gedacht, dass sie innen weiß sind. Verdammt, jetzt kann ich die nicht essen. Ich darf nur blaues essen. Und die Schale schmeckt nicht. Oh nein, diese guten Eier. Da unten ist noch irgendwo eins. Da komme ich gar nicht ran. Das ist genau unterm Auto. Will der Kameramann mir vielleicht helfen? Ich habe so einen Hunger. Schwächeanfall garantiert. Geschafft, Freunde. Wir fangen unser Fest mal an, Freunde. Hugo Frisante. Heute ist echt der Wurm drin. Ihr wisst. Ui. Wow. Darauf freue ich mich, Freunde. Das wird richtig geil. Findet ihr nicht auch? Auf das Wasser freue ich mich auch schon. Was? Was? Hä? Wie geht das, Mann? Fake? Fake? Clickbait! Klasse Clickbait! Hä? Nee, also, das darf ich auch nicht trinken. Ich muss wieder zurück. So. Wir fangen mit den Crazy Rocks an. Wir haben hier genau 4 blaue Ecken. Kommen wir zu den Würmern. Oh, jo, lecker. Da haben wir nur ein Problem, lieber Kameramann. Sie sind zweifarbig. Das bedeutet, wir müssen die Würmer schlachten. Wir dürfen nämlich nur das Blaue essen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr vielleicht noch eine Idee habt, was es für blaue Lebensmittel gibt, schreibt es mal unten in die Kommentare.
Zum Wohl, Freunde. Eisgletscher. Ich hab ja vorhin erst... Nein! Schon wieder Clickbait des Grauens. Mann, fake. Was soll denn das? Alles fake hier. Nein. 4 Stück in der ganzen Packung. Und es ist nicht mal wirkliches Blau. Rein damit. Erst so wenig essen. Hier seht man es schon von außen. Hier sind auf jeden Fall einige Blaue drin. Oh ja, unsere Schatzkammer füllt sich immer weiter. Die armen Schlümpfe. Die tun mir auch leid. Papa Schlumpf. Hat der einen roten oder einen weißen Hut auf? Rot. Rot, gell? Das war's mit Papa Schlumpf. Sag gute Nacht. Uiuiui, Freunde. Für die Pico Ballas hier muss ich mich auf jeden Fall setzen. Weil hier müssen wir jedes einzelne rausquetschen. Das sind ja ganz kleine Fitzelchen, die hier rauskommen. Unglaublich. Schaut mal. Ganz, ganz wenig Blaues gibt's hier nur. Guck mal, ich darf nicht mal Gelb mitnehmen. Das ist richtig anstrengend, Freunde. Es reicht. Es ist eh nur ein kleiner Mittagssnack. Hier sind unsere kleinen Zuckerkugeln. Mmh, yummy, yummy. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Deko. Ist ja wie Weihnachten. Freunde, die Portion reicht gerade mal für Flexi. Aber guten Appetit. Mmh. Ich hoffe, ich laufe nicht blau an. Ich glaube, ich muss jedes einzelne essen. Oh, Gänsehaut, ey, Freunde. Brutal. Ich laufe schon blau an. Oh, es ist richtig. Oh. Trink ein bisschen. Mmh. Das ist recht. Mmh. Blau ist richtig anstrengend, vor allem so viel Süßes. Da würde ich lieber gerne gelbes Essen essen, Rebecca Wing. Pommes, Banane, mega einfach, mega simpel, aber was soll's. Oder wie die Prankbox, einfach einen Pfannkuchen rot färben. Mhm. Geil. Also für euch, Freunde, wir sind auch mal hier. Gebt einen Daumen nach oben. Oh. 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 Habt geschafft, Freunde. Auf euch. Ich kann es keinem von euch empfehlen, jemals blau zu essen, 24 Stunden lang. Ich freue mich schon gar nicht auf heute Abend. Hey! Das war ja so anstrengend gerade. Wir sehen uns gleich nachher, wenn es Abendessen gibt. Eigentlich wollte ich nach 18 Uhr nichts mehr essen. Aber wisst ihr was? Für euch machen wir es einfach. 20.15 Uhr Midnight Snack! Hier haben wir auch schon unsere leckeren Eissorten. Wir dürfen aber natürlich nur das blaue Eis essen. 3 blaue Eis sind da. Kameramann ist auch schon zu Hause. Hier ist das blaue Eis, Freunde. Auf euch. No homo. Mmh, ich muss sagen, sehr, sehr lecker. Gehirnfrost kommt. Nur für euch. Ich hab für mich ganz rein. Boah. 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 Leute, es war richtig hart, Freunde. Aber wir lassen es. Ich esse keins mehr. Ihr wisst, nach 18 Uhr sollte man nicht mehr zu viel Zucker essen. Ich habe euch den ganzen Tag in dem Video schon gesagt. Es geht nicht mehr. Abschließend kann man sagen, Freunde, blaues Essen zu finden ist mega schwer. Du findest es nicht einfach überall. Es gibt ganz, ganz wenig Sachen. Und wenn es blau ist, dann ist es meistens Süßigkeiten mit richtig viel ordentlich Zucker. Das kannst du ja auch nicht den ganzen Tag essen. Ich stehe lieber auf Salz. Vielleicht gibt es ja bald eine Salz-Challenge, wer weiß. Schreibt uns auf jeden Fall eure Ideen in die Kommentare. Was habt ihr für geile Challenges für uns, für Flex, für mich? Schreibt es in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, gib uns einen fetten Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Was wir wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.